Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil der Excel-Bibliothek. Im heutigen Video möchte ich mich mal wieder um zwei Funktionen kümmern. Das hat zwei wichtige Gründe. Zum einen sind diese Funktionen sehr ähnlich. Sie unterscheiden sich quasi nur dadurch, dass sie das Gegenteilige darstellen. Wir sehen schon wahr und falsch, ist immer das Gegenteil, aber an sich arbeiten diese Funktionen gleich. Und der zweite Punkt ist eben, dass sie an sich kaum arbeiten, denn sie haben in Excel wenig Funktionen. Jetzt mache ich dieses Video trotzdem, obwohl hier wenig Funktion hinter ist. Das hat einfach den Grund, wenn man im Internet nach diesen Funktionen sucht, verliert man schon mal die Orientierung, denn es gibt nicht wirklich eine Hilfe, die einem sagt, wofür ich denn diese Funktionen benutzen kann. Jetzt sagt Excel selbst, dass es diese beiden Funktionen eigentlich nur gibt, damit sie mit anderen Programmen kommunizieren können. Es sind an sich Kompatibilitätsfunktionen, die in Excel nicht gebraucht werden, aber vielleicht in anderen Programmen, die auf Excel zugreifen. Jetzt können wir an dieser Stelle kurz gucken, was das Ganze bewirkt. Wenn ich hier jetzt einfach mal gleich wahr eingebe, habe ich an dieser Stelle keinen Schriftzug. Das sehen wir hier, es ist an sich nicht identisch, das heißt, hier muss eine Funktion stehen, sonst hätten wir ja auch ein Gleich stehen. Wir haben an dieser Stelle einen Wahrheitswert erzeugt. Das Gleiche kann ich natürlich auch mit gleich falsch machen und dann habe ich an dieser Stelle einen falschen Wahrheitswert erzeugt. Das Ganze kann ich an dieser Stelle natürlich auch mit einer Nicht-Funktion umdrehen. Das werden wir noch einfach kurz testen, indem wir uns hierauf beziehen. Das sollte jetzt auch ein Falsch werden, wenn wir das Ganze umkehren und wir sehen, das klappt an dieser Stelle auch. Das einzige Problem ist jetzt natürlich wieder die Frage nach dem Sinn, denn wenn ich hier nur ein Wahr hinschreibe, das ist ein Schriftzug, denn wir haben hier nicht die Gleichheitszeichen und hier haben wir jetzt eben unsere Wahrheitsfunktion, dass wir hier eine Funktion haben, die uns wahr ausgibt und hier ein Schriftzug, in dem einfach wahr steht. Gebe ich jetzt für diesen Schriftzug auch nochmal die Nicht-Funktion ein, kann ich allerdings hier den Wert auch umkehren. Das heißt, meine Funktion für wahr ist in diesem Fall völlig sinnfrei, denn ich könnte es auch einfach über den Schriftzug wahr machen. Das gleiche erspare ich mir jetzt für die Falsch-Funktion, denn da funktioniert es genauso. Also wenn ihr euch jemals gefragt habt, wofür diese Wahr- und Falsch-Funktionen sind, dann ist es einfach für die Kommunikation mit anderen Programmen wichtig. In Excel dürftet ihr das an sich nie brauchen. Hoffe, das Ganze hat euch trotzdem geholfen und gefallen und wir sehen uns im nächsten Teil der Excel-Bibliothek wieder. Bis dahin, euer Shavo. Ciao.